sind wir auch nicht nur mit Bildern wieder da, sondern auch mit Worten. Geht Schlag auf Schlag, sind nach wie vor guten Zeitplan. 15 Uhr sollte dieses Halbfinalplan beginnen. Die Hertha mit dem ganz frühen Tor zum 1:0. Der Rekordsieger, der Titelverteidiger hier gegen Bayern München. Schiedsrichter Eike Schäffer vom Dostengern. Mal rausgespielt, der Schussversuch von Dennis Ofli. Nationalspieler geht jetzt runter von der Platte. Vier neue frische Beine bei den Bayern. Vier Sekunden waren um, da hat Burak Özkanli, der Torhüter, der zum Kreis auch der deutschen Nationalmannschaft gehört, seine Probleme mit, nicht das erste Mal. Ansonsten seine Hertha ja hier unglaublich defensiv stark. A, durch seine Torwartleistung. B, aber auch, weil die Mannschaft wahnsinnig körperlich intensiv verteidigt. Bekommt kaum Gegentore in diesem Turnier. Langer Ball, der Versuch Richtung Simon Zölz, aber er hat nach wie vor aufmerksam. Kopfballverlängerung hier von Zölz. Ja, ich habe es schon mal heute erwähnt. Siebenmal im Endspiel bei 20 Teilnahmen. Fünfmal gewonnen. 2006, 2007, 2008. Einzige Verein mit einem Hattrick mit drei Titeln in Folge. Und danach noch 2012 und 2020. Bayern 2010 und 2014 im Endspiel gewinnen konnten sie das 2010. Damals dabei für die Bayern Emre Can, der jetzige Profi beim BVB. Ja, nur einer von vielen prominenten Namen, die für die Bayern hier schon in Lübeck waren. Holger Badstuber, Mats Hummels, Sandro Wagner. Und. Klasse mit der Hacke. Was für eine Aktion. Felipe Chaves mit der Hacke weitergeleitet. Volley direkt abgezogen an den Innenpfosten. Zurück ins Spielfeld. Das hätte ein Tor extrem verdient gehabt. Die Halle hätte Kopf gestanden. So war schon laut nach dieser Aktion. Da ja eben 3:1 Erfolg gegen Borussia Dortmund. Die Bayern haben es etwas spannender gemacht gegen Köln. Im 9-Meter-Schießen. So, für Zölz jetzt die Möglichkeit. Kommt nicht an den Ball, weil Mohamed Özkanli dazwischen ist.
Hertha wieder am Angriff. Versuch über die Bande. Ah, die Grätsche, deswegen die Unruhe. Eigentlich Grätsche nicht erlaubt. Schäfer ließ es laufen. Es ist eine Grauzone. Starker Abschluss, starkes Tor. Der Nationalspieler Dennis Offley trifft für die Bayern und strahlt. Wunderbar durchgespielt, die Dreierkombination über das Zentrum, die Weiterleitung, dann die Verlagerung und ein tolles Tor. Fantastisch rausgespielt. Die Bayern mit der besten Spielanlage hier im Turnier. Das kann man definitiv schon festhalten. Klasse Ablauf da und wieder eingeleitet durch den schlauen, durch den technisch so starken Zehner Youssef Nasavre. Immer wieder Dreh- und Angelpunkt bei den Offensivaktionen. Nicht immer das Tor oder die Vorlage selbst, aber oft die Einleitung. Mit dem klugen Ball, mit der klugen Drehung. So, nächste tolle Aktion hier. Ulovasi Wilson für die Bayern. Die Partie wird spektakulärer. Der mitspielende Keeper. Bei Hertha. Oh, viel Pass jetzt, die große Gelegenheit für die Bayern, starke Parade, ganz starke Parade. Von Özcanli. Die Bayern stark ausgespielt, diesen Ball gewinnen, große Zielstrebigkeit. Ball wieder am Hallendach, deswegen Freistoß für die Hertha. So, tiefer Ball, da passt aber Leon Klarnack auf. Hier spielen sicherlich auch mit zwei die besten Keeper im Turnier, mit Leon Klarnack und mit Burak Özkalni. Hier ist Özkalni wieder gefordert. Also die nehmen sich da nicht viel. Knapp 4 Minuten noch, 1-1. Es ist ein hochklassiges, intensives Halbfinale. Die beiden Mannschaften an sich wären auch ein würdiges Endspiel gewesen. Hätte sich
Favre ein bisschen einfacher machen können mit dem Rückpass auf den eigenen Keeper. Ein bisschen verstrickter in der Situation. Jetzt der Freistoß für die Hauptstädter. So, 4 Sekunden abgelaufen, Ballbesitz für die Bayern. So, die nutzen das für den Blockwechsel. Leon Klanak. Auf der Berliner Bank Malik Fatih, 39 Jahre, Ex-Profi, viel noch ein Begriff. Der BSC unter anderem Mainz 05, Spartak Moskau. 2 A-Länderspiele gemacht nach der WM 2006 im eigenen Land und nach dem Turnier nominiert worden vom damals neuen Bundestrainer Joachim Löw. Und jetzt die große Chance für die Bayern. Es ist schon wieder Chavez, der den Pfosten trifft. Wechsel nochmal bei der Hertha. Unentschieden kennen die Berliner noch gar nicht. Hier mit der nächsten Offensivaktion. Aber da ist wieder Leon Klanak. Macht ein Topspiel, macht ein sehr gutes Spiel. Richtig entschieden hier. Foul von Arne Sacic. Noch mal richtig Feuer unterm Dach. Gibt es hier noch mal eine große Möglichkeit? Vielleicht sogar ein Tor. Für einen der beiden Protagonisten. Stark behauptet, ganz stark behauptet. Ja, was entscheidet er jetzt? Ach so, 2 Minuten. Jetzt schauen wir noch mal auf warum. Boah. Also faul kann ich noch mitgehen, aber dass das ein absichtliches Foulspiel war, was 2 Minuten geahndet werden kann, bin ich überhaupt nicht dabei. Überhaupt nicht dabei. Und dann nehmen wir noch hier Halbfinale. 70 Sekunden vor Schluss. Also auf die Begründung bin ich gespannt. Sehr diskutabel. Und wenn Berlin jetzt ein Tor schießt, werden wir die Diskussion haben. Und ich glaube, wir werden sie zurecht haben. Abschlussversuch. So, kann Hertha jetzt diese Überzahl denn clever ausspielen? Oder auch eher kopflos, wie so viele Mannschaften in diesem Turnierverlauf. Gute Möglichkeit hier für Kubiali Gülmen, hier mit der Nummer 4. So, der weite Ball. 50 Sekunden. Bayern hofft jetzt eher auf das 9-Meter-Schießen. Bayern kann jetzt nochmal nach vorne was machen, von wegen 9 Meter schießen. Große Möglichkeit. Und jetzt die Hertha geht allein aufs Tor zu in Überzahl. Spielt es aus. Tor für Hertha. Muhammad Özkanli für Berlin. 2:1 Hertha. Die Bayern vorne mit der großen Möglichkeit, haben dann aufgemacht. Und dann ging es mit 3 Leuten auf das Tor der Bayern zu. So, Bayern wieder vollzählig. Sekunden, Zeit genug für ein Tor der Bayern.
Anspiel gefordert. Nächster Schussversuch. 25 Sekunden auf der Uhr. Jetzt die Möglichkeit! Die Möglichkeit! Ich glaube, Lukas Stancic war es mit der großen Aktion. So, Klanak hat den Ball nochmal. War übrigens Tim Binder eben mit der Großchance. So viel Zeit muss sein. So, gibt es nochmal eine Möglichkeit. Da ist wieder Tim Binder. Höchstes Tempo, 2 Sekunden. Das war's. Hertha steht im Endspiel. Glückwunsch nach Berlin an den Titelverteidiger. Kompliment auch an die Bayern, die wir noch im Kampf um Platz 3 gleich sehen werden. Bisschen